Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. Ja, wir haben letztes Mal praktisch alles hier im Team Rocket Lager gemacht. Müssen nur noch in den Fahrstuhl. Wo war der nochmal? Hier komme ich nicht rein. Wo war der Fahrstuhl? Ich habe jetzt übrigens sozusagen. Ich habe einige Items weggebracht. Einfach mal so. Und vor allen Dingen einiges verkauft. Ich habe nämlich mal die TMs durchgeguckt, so welche TMs man vielleicht noch gebrauchen kann, welche nicht. Von denen ich sicher bin, dass ich sie definitiv nicht brauche, habe ich sie direkt mitverkauft. Sowas wie Wirbelwind und Teleport. Ja, und die TMs, die jetzt noch über sind, die benutze ich vielleicht sogar mal irgendwann. Ich habe gesehen, wir haben sogar Body Slam. Wusste ich gar nicht mehr. Aber ja, ich erinnere mich, ich habe sowas mal eingesammelt. Ja, jedenfalls, ich habe wieder ein bisschen Geld. Beziehungsweise hatte, da ich es natürlich zum Großteil direkt wieder in Münzen investiert habe. Das, was ich nicht in Münzen investiert habe, sind jetzt, glaube ich, noch ungefähr 1500 Geld. Pokédollar waren es, meine ich, ne? Ich kann mir nie merken, wie die Währung hier heißt. Ich sage mal Pokédollar. Pokéböller. Nee. Ja, jedenfalls, ich glaube, ungefähr 1500 habe ich mir aufgehoben. Da ich die vielleicht bald noch gebrauchen kann. Zum einen, weil ich was zu trinken kaufen muss, um ein bisschen weiterzukommen noch. Und zum anderen. Und zum anderen für die Safari-Zone. Da, wenn ich mir schon einen Kangama holen will, muss ich da wahrscheinlich ein paar Mal rein. Und auch wenn ich bis dahin wieder genug Geld haben werde, ist das überhaupt kein Problem. Trotzdem, sicher, habe ich mir ein bisschen was aufgehoben. Viertes UG waren wir noch nicht. So. Oh, kein Schritt weiter. Ach, die zwei. Du hast unser Mondberg ganz schön gedemütigt, aber Rache ist süß, du Rotznase. Ah ja. Jesse und James möchten kämpfen. Beiden Trottel. Es ist immer wieder erholsam, sie zu sehen. Da denkt man sich, ach Gott, wie putzig. Wobei ich sagen muss, 25, oh ja, zumindest ein Stückchen höher als der Rest der Rüpel. Und was? Komm schon, verschwindest, Morgon. Ich habe keine Lust auf dich. Ich meine, Ibitak ist derzeit unser schwächstes Pokémon, wenn man von Mew absieht und Mew zählt nicht. Und Ibitak ist Level 28. Gut, ich habe jeden Trainer bisher umgeknüppelt, glaube ich zumindest, oder? Habe ich irgendwelchen übersehen? Ich meine nicht. Ist natürlich klar, dass ich dann jetzt nicht so schwach bin, aber ganz ehrlich, die Rockets sind vielleicht ein bisschen sehr schwach auf der Brust. Und ein Rettern. Oh. Okay. Rettern war nicht lange dabei. So. Was war mit Hohlkopf? Keine Ahnung, ihr bringt Geld, das ist gut. Team Rocket, schnell wie das Licht. Und tschüss. Eisen. Oh, erhöht die Def. Wer kann denn ein bisschen Def gebrauchen von uns? Ich würde sagen Tauboga. Ja, da, ziemlich sicher. Ich hätte es aufheben können für Relaxo, aber nee, Relaxo ist schon gut. So, guten Tag, mein werter Giovanni. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, Wicht. Ja. Okay, da sieht er nicht ganz so alt aus wie auf dem Sprite gerade. Giovanni möchte kämpfen. Und er setzt ein Onix ein. Ich hätte daran denken sollen, dass der jetzt vielleicht nicht gerade mit normalen Pokémon anrückt. Wobei er ein Snobilikat haben müsste, was immer noch eine Demütigung für uns ist, da wir keines haben können. Oh Gott!
Ich wollte gerade sagen, ich sehe schon den Klammergriff und denke mir nur, nein. Giovanni, aus, böse. Onyx, hör auf damit. Ich hasse es. Oh, ich darf wieder angreifen. Ah, tu mir einen Gefallen, Radikal. Mach es so schnell wie möglich weg. Das will ich mir nicht antun. Oh, danke. Und ein Rio. Ach ja. Wie konnte ich das vergessen? Natürlich hat der Boden-Pokémon. Was bedeutet, dass Radikal eine umso bessere Wahl ist, weil wegen Aquaknarre. Und wie prophezeit, ein Snoopy-Leaker. Das darf aber Ibitak machen. Dafür, dass ich Ibitak eigentlich nicht mehr leveln wollte bis zur Arena, hat ja gut funktioniert. Oh, Zahltag, sehr schön. Zahltag ist eigentlich eine komische Attacke hier, weil sie bringt uns Geld. Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber es ist irgendwie komisch. Tja. Gleich nochmal. Mehr Geld? Oh. Nee, erstmal nur eine Menge. Oh, Level 29. Das hingegen ist gar nicht mal so schlecht. Ibitak, nee, ist nicht schneller. Aber Snoopy League hat, naja. Versucht's gar nicht erst, sondern geht lieber drauf. Schlecht, Giovanni, sehr schlecht. Nein, ich habe kläglich versagt. Und er gibt eine Menge Geld. Hm. Guck, so schnell kommt man hier wieder an Geld ran. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem wirst du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dann ziehen, doch wir werden uns wiedersehen. Ah ja. Und das Sylph Scope. Ärgerlich ist es, wenn man hier keine Items mehr tragen kann. Was gut möglich ist, da wir letztes Mal festgestellt haben, die Itembegrenzung liegt bei 20. 20 Items. Ich glaube, wir haben alleine 20 Basis-Items, die man hier mitnehmen kann. Und nochmal, ich glaube, 60 TMs oder sowas. Was hast du hier verloren? Ich habe hier nichts verloren. Ich bin auf dem Weg nach draußen. Ein weiterer Team Rocket möchte kämpfen. Achso, ja, stimmt. Da war ja was. Die HP. Egal. Ein Slimer schafft Ibitak noch, oder? Oder? Nein? Doch, schafft er. Es sei denn, Zufallswert sagt nein. Und natürlich sagt Zufallswert nein. Aber es ist wieder nur der Silberblick, der blockiert wird. Das hatten wir doch alles schon. Und Level 29. Ja komm, hier bei Smoran wechsle ich jetzt aber aus und benutze Knuddeluft. Das hat Mega-Hieb. Der Mega-Hieb ist schon ziemlich gut. Das macht Knuddeluft schon recht stark. Aber dennoch, ich möchte was anderes als Knuddeluft im Team haben. Später. Ich glaube auch immer noch, dass ich Ibitak rausnehmen werde. Aber wer weiß. Wer weiß, wo, wann und wie das geschehen wird. War die Tür nicht gerade noch da? Wahrscheinlich despawnt die automatisch, wenn man den Typen da unten besiegt, weil die merken, ah, okay, hier ist alles okay. Der darf raus. So. Wie viel Geld haben wir jetzt? 6000. Und ich sehe gerade, ich habe eine Münze zu viel. Das kann ja wohl nicht sein. Stopp, stopp, stopp. Nee, warte. So. Jetzt ist die Münzzahl okay. 3333. Das wäre zu witzig gewesen, wenn ich jetzt gewonnen hätte und dann irgendwie nochmal so 500 Münzen gekriegt hätte. Was gar nicht möglich ist, da man, glaube ich, maximal 100 kriegen konnte. Aber trotzdem. So, einmal auffrischen und dann könnten wir uns auf den Weg in die Arena machen. Ich möchte aber vorher noch was nachgucken. Ich glaube nämlich, dass man hier noch ein paar TMs abstauben konnte. Vielleicht war es aber erst in Feuerrot und Blattgrün so oder in Hardgold Soulsilver. Ich weiß nicht, ich verwechsel ja gerne Dinge. So, aber zuallererst Item ablegen. Die Karte auf jeden Fall auch. So wichtig ist mir die Karte nicht, dass
Da habe ich lieber den Slot frei und den Liftöffner brauche ich auch nicht. Nicht mehr. So. Dann möchte ich zuerst mal gucken, ob ich noch ein paar TMs abstauben kann. Falls ich es kann, müsste das hier gewesen sein. Also allgemein kann man hier TMs abstauben, klar. Auch wenn ich gerade nicht mehr genau weiß, welche. So, was kriegt man hier? Kaufen. Oh, sogar Beleber. Beleber haben wir noch gar nicht, glaube ich. Aber ich will jetzt halt mehr Geld auch nicht davon ausgeben. Das ist immer so doof. Naja. Ist jetzt nicht so schlimm. So, was kriegen wir hier? TMs. Toll. Ich weiß nicht, welche das sind. Warte mal kurz. Ich bin einer der deppigsten Volldeppen, die es jemals gibt. Wollt ihr wissen, warum? Weil ich mir tatsächlich eine Liste der technischen Maschinen aufgemacht habe, um zu gucken, welche da im Kaufhaus angeboten wurden. Und da dachte ich, ich hätte wieder auf Aufnahme geklickt. Scheinbar habe ich neben den Knopf geklickt. Jetzt habt ihr eigentlich nichts verpasst. Ich bin jetzt durch das gesamte Kaufhaus einmal gegangen, habe mir alles angeguckt. Habe mir eine Pokepuppe geholt, wo ich schon wieder völlig vergessen hatte, dass es die da gab und dass ich die brauche. Aber ja, klar, die brauche ich, die habe ich jetzt mitgenommen. Habe mir von jedem Getränk, was man sich auf dem Dach holen kann, jeweils eins geholt. Ja, und vom Tafelwasser sogar zwei. Habe ich ihm dann einem kleinen Mädchen auf dem Dach von jedem Getränk eins gegeben. Dafür hat die uns drei geile TMs geschenkt, nämlich Eisstrahl, Steinhagel und Triplette. Und jetzt, ja, habe ich diese TMs abgelegt und bin wieder im Pokécenter. Mir fällt gerade, ich habe mein Fahrrad gerade auch aus Versehen abgelegt. Und während der gesamten Zeit lief die Aufnahme nicht und ich habe es nicht gemerkt. Was bin ich für ein Vollidiot? Wahrscheinlich bin ich nur müde. Aber ehrlich, warum merke ich das nicht? Da ist ein großer Timer unter dem Bild hier. Und der läuft nur, solange die Aufnahme läuft. Und das merke ich nicht. Wow. Okay, ich glaube, ich sollte dringend mal gucken, was ich überhaupt mache. So, einmal kurz wieder das Fahrrad nach oben sortieren in kleinen Schritten. So. Tut mir leid, dass ich so dumm bin. Anders kann man das gerade echt nicht sagen. Okay. Alles klar. Ja, ihr habt ja nichts verpasst. Das passt schon. Haben wir mehr Zeit für die Arena? Ja, ich weiß nicht, was ist dafür draufgegangen. Vielleicht 2-3 Minuten, ist jetzt auch nicht so schlimm. Nee, warte. Eine Sache. Eine Sache, die ich nämlich unbedingt haben will. Und ich kenne mich, ich vergesse das sonst wieder. Wir haben jetzt das Self-Scope. Wir könnten auch erst wieder nach Lavandia gehen. Und uns schon Relaxo holen dann, aber hier ist übrigens das Relaxo, ne? Kennt ja auch jeder. Sieht das so klein aus? Ist so klein und putzig. So, Zerschneider. Hier oben kann man... Stopp. Welche Route ist das hier? Ist das etwa Route 12? Jetzt habe ich natürlich meine Karte nicht mehr dabei. Ich glaube aber, dass das hier Route 12 ist. Nee, gar nicht wahr. Route 12 ist auf der anderen Seite. Kommando zurück. Route 12 ist da, wo das andere Relaxo liegt. Das hier ist, wenn dann überhaupt, Route 16. Mein Fehler. Bist du hierher gekommen? Solide Leistung. Nein, Zerschneider. So, hier kriegen wir VM2 Fliegen. Und die wäre nützlich. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemandem davon. Du bekommst auch etwas von mir. Ja, ich brauche niemandem davon erzählen, denn jeder kann dein Haus sehen vom Radweg aus. Das ist also völliger Quatsch. So, damit fehlt uns nur noch eine einzige VM, kann das sein? Nee, kann nicht sein, es sind zwei. Warte, wir haben jetzt VM1 Zerschneider, haben VM2 Fliegen und VM5 Blitz. Fehlen noch VM3 Surfer und VM4 Stärke, nicht wahr?
Stärke werde ich wahrscheinlich nicht Mew beibringen, da Stärke eine Normalattacke ist und als solche bestimmt recht nützlich für irgendeins unserer Pokémon. Fliegen hingegen wird wahrscheinlich Mew lernen. Mal sehen. Kann Mew? Doch, Mew kann alles lernen. Da kann Mew auch fliegen lernen, nicht wahr? Ja, tatsächlich. Es ist doch süß, wir schweben an einem Mew durch die Luft. Wahrscheinlich hängen wir irgendwie an seinem Fuß dran oder sowas. Und ablegen. VM2. So. Sehr gut, damit wäre das geklärt. Und wir können uns wieder auf den Weg machen. Nee, nicht. Wir können uns nicht auf den Weg zurück machen. Ich laufe doch gerade schon zur Arena. Und genau da will ich jetzt auch hin. Denn da müssen wir hin. Also müssen nicht, aber irgendwann werden wir es müssen. Und diese Arena erlaubt uns, glaube ich, nur Fliegen einzusetzen. Kann das sein? Ich glaube schon. Ist aber eigentlich auch nicht so wichtig. Denn erstmal... wie gehe ich eigentlich zurück? Ich könnte ja auch durch Safronia zurückgehen. Hier der alte Spanner. Diese Arena ist voller Frauen. Toll. Ja, Ibitak ist nach vorne, oder? Ist es. Ja dann, Ibitak, ich würde mal sagen, viel Vergnügen. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Mhm. Schau dir meine normalen Pokémon an. Sie sind einfach cool. Nein, aber sie sind stark. Cool ist so. Ja. Tauboss ist cool. Radikal ist auf irgendeine Art und eigene Art und Weise auch cool. Und das war's. Naja, Mew halt, ne? Aber. Ich weiß nicht. Die coolsten Pokémon sind immer noch. Ja, wer eigentlich? Die Drachen. Ich finde die Drachen cool. Von der Optik her sind die jedenfalls meistens die besten. Wobei Dragoran optisch jetzt ein bisschen komisch eigentlich aussieht, aber irgendwie doch süß. Dragoran ist süß. Wenn man jetzt Hyperstrahl benutzt und irgendjemand an die Wand rotzt, hust, hust, zweite Generation, ist es süß. Das muss so ein bisschen komisch rüberkommen. Ich meine, wenn... Versetzt euch mal in die Situation aus der zweiten Generation, falls das noch irgendjemand kennt, sollte man aber kennen. Ich habe vergessen, wie die Stadt hieß. Mahagonia City, glaube ich, war das, ne? Wo Siegfrieds Dragoran diesen einen Typen einfach mal mit Hyperstrahl an die Wand klatscht. Und dann steht er so neben und sagt sich, süß. Dragoran tötet Menschen, süß. Wär doch was. Hey, mir fällt doch was auf. Kann es sein, dass das der einzige Fall in den Pokémon-Spielen, oder zumindest in den Hauptspielen war, wo Pokémon Menschen angegriffen haben? Es ist ja immer nur Pokémon gegen Pokémon, aber niemals wird doch mit einem Pokémon ein Mensch angegriffen, oder? Das war tatsächlich nur da. Zumindest fällt mir jetzt nichts anderes ein. Oh, interessant. Okay, da sollte man drüber nachdenken. Gut, es gibt natürlich so ein paar... also nicht in der Hauptserie, sondern in der Nebenserie, sage ich jetzt mal. Von Pokémon-Spielen. Da gibt es ja auch schon den Fall, dass Pokémon Menschen angreifen, wie jetzt zum Beispiel in Pokémon Ranger. Gerade in Pokémon Ranger 2 mit dem mit Darkrai. Es greift ja im Grunde schon Menschen an. Und in Pokémon Colosseum war das, glaube ich, ne? Also irgendwo wird, meine ich, noch erwähnt, dass Pokémon Menschen angreifen konnten. Ich glaube, das war in Colosseum mit den Krypto-Pokémon. Naja. In der Zeit, wo wir hier über Pokémon philosophieren, dass sie doch gefährlich für die Menschheit sind, machen wir auch gleichzeitig alle Trainer platt. Hast du gerade gesagt, hier dürfen nur Frauen rein? Heißt das, ein Mann könnte in dieser Arena niemals den Orden erringen? Das ist mega sexistisch. Nur gegen Männer. Was man irgendwie ein bisschen
Komisch. Auch interessant. Das klingt vielleicht ein bisschen, als wäre ich selbst ein Sexist, aber ist euch tatsächlich mal aufgefallen, dass wenn man von Sexismus redet, ist, oder zumindest jeder davon ausgeht, dass man meint, man würde da, davon reden, dass die Frauen benachteiligt werden? Doch tatsächlich hätte ich behauptet, dass das Wort Sexismus auch beinhaltet, wenn man Männer benachteiligt. Nur, dass zugegebenermaßen dies irgendwie selten der Fall ist. Zumindest offiziell. Inoffiziell, naja, bei den ganzen Regelungen, die es mittlerweile gibt, mit Frauenquote und so weiter, nicht, dass das schlecht wäre, aber man hat manchmal tatsächlich irgendwann das Gefühl, als Mann benachteiligt zu sein. Was eigentlich auch nichts Schlimmes ist, weil, tja, Gleichberechtigung funktioniert irgendwie nicht. Zumindest habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall hatte der alte Sack draußen recht, hier sind nur Frauen drin. Allerdings Frauen mit Pflanzen-Pokémon, die einem Ibitak nicht sehr viel entgegenzusetzen haben. Was logisch ist. Aber ich könnte hier genauso gut mit einem Glumanda stehen. Nicht, dass es das besser machen würde. Duflor. Wieso ist Duflor so rot? Es ist das Tomaten-Pokémon. So, zwei bleiben noch, plus die Leiterin. Und wie ist der Baum so schnell wieder nachgewachsen? Da stimmt was nicht. Ja, das war's erstmal für heute. Nächste Mal dann die letzten beiden Trainerinnen und die Leiterin Erika. Und, ja, dann haben wir's schon. Und dann gehe ich, glaube ich, erst zurück nach Lavandia und dann nach Safronia, weil ich nach Safronia dann bereits mit einem Relaxo möchte. Bis dahin, ciao.